Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Sonderausgabe heute bei Bernecker TV. Und zwar wollen wir nochmal das Thema China genauer unter die Lupe nehmen, zusammen mit Hans A. Bernecker. Er ist uns per Telefon zugeschaltet. Herr Bernecker, wenn wir auf den DAX gucken, ist er heute wieder deutlich im Plus. Ist das Thema China damit abgehakt? Nein, China ist nur der Anfang des diesjährigen Herbstes an den Börsen. Ich habe nicht mit China gerechnet, das war insofern eine Überraschung oder jetzt so früh. Aber es ist gut, dass es mit China beginnt und wir werden dann die Folgen, die China an den Finanzmärkten auslöst, in den kommenden 6 bis 7 Wochen zu beurteilen haben. Fangen wir doch schon mal mit an. Die Abwertung des Yuan steht natürlich im Mittelpunkt. Im Vergleich zum Euro, wie wird sich das auswirken für die Unternehmen auch? Das haben wir vorgerechnet schon in der Aktienbörse, Nummer 17, glaube ich, war das, gegenüber dem Dollar. Und der Chart oder die Abwertung des Euro gegen Dollar entspricht ja auch dem gleichen Prozentsatz wie die Euro-Abwertung gegen Yuan, nämlich rund 23-24%. Das Ganze ist gegen Dollar immer beobachtet worden, aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, hat die Öffentlichkeit das nicht wahrgenommen, dass das Gleiche gegenüber den Yuan zu verzeichnen war. Und daraus ergibt sich nun die Korrektur. Gegen Dollar läuft sie ja schon. Bodenbildung bei 1,06, 0,7 und bis in die Größenordnung wahrscheinlich von 1,15. Das haben wir alle schon erklärt. Vielleicht Maximum 1,20. Und nun gegen Yuan das Gleiche. Die Abwertung lief von 8,60 auf 6,60 Yuan für einen Euro. Und die Korrektur läuft jetzt bis etwa 7,50 als mittlerer Wert. Dass die Regierung dies begonnen hat, ist eine Nebenerscheinung aus der Absicht, den Yuan gegen Dollar zu verändern. Und dann kamen wir, wenn ich so mich ausdrücken darf, ein bisschen unter die Räder. Also wir, der Euro. Kurzum, das Ganze ist eine ganz normale Korrektur, eine Aufwertung des Yuan gegen Euro, sprich umgekehrt Abwertung des Euro gegen Yuan. Und die Zahlen habe ich gerade gesagt, die da ungefähr herauskommen. Wenn ich Chinese wäre, würde ich genauso handeln. Das muss so sein. China kann nicht hinnehmen, dass die zweitwichtigste Währung aus der Sicht der Chinesen für ihren Handel, nämlich der Euro, einfach 23-24% abwertet. Die Deutschen haben das gar nicht zur Kenntnis genommen. Die haben diese Windfallprofit einkassiert, sich darüber gefreut, aber ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand in den letzten 12 Monaten darüber in den deutschen Medien etwas verkündet hat. Absolut nichts. Also kann man sagen, China schlägt quasi jetzt gegenüber dem Euro zurück. Wie sehr wird das die deutschen Unternehmen treffen und welche sind hier in vorderster Front betroffen? Das können Sie ebenfalls in der zitierten Aktienbörse nachlesen. Da haben wir das vorgerechnet, damals abgestimmt mit BMW. Die Grafik habe ich gleich mit dazu geliefert. Die werde ich in der nächsten Woche konkretisieren, erneut gegen Yuan. Rundherum gerechnet, wie gesagt, aus der bisherige Supergewinn, der sich aus den genannten Abwertungen des Euro ergeben hat, wird sich rund halbieren. Das kann man im PKW-Geschäft relativ gut messen, am sogenannten Stückerlös. Es gibt ja Stückkosten und Stückerlös. Die Zahlen dafür sind für alle drei Großen weitgehend bekannt, also VW, BMW, Audi und natürlich Daimler, sodass wir sagen können, etwa die Hälfte des ursprünglichen Gewinns, der eben jetzt in den letzten 12 Monaten entstanden ist und ein Sondergewinn war, der wird sich etwa halbieren, das wird sein. Damit können wir gut leben, dann kommt er raus, jetzt lassen Sie mich das überschlägig sagen, weil es hier ein bisschen zu früh ist, wir werden etwa eine Reduzierung des Gewinnes je Aktie gegenüber den bisherigen Schätzungen von etwa 15-20% erleben.
Jetzt natürlich die Frage, wird Europa oder wird die USA zurückschlagen? Werden die auch versuchen, ihre Währung abzuwerten? Gibt es jetzt sowas wie eine Art Devisenkrieg? Also dieses Wort ist einfach lächerlich. Wer solche Dinge verwendet, wie heute auch in den Printmedien dargestellt, der weiß nicht, was Währung ist. Jede Währung unterliegt politischen Zielen, manchmal auch Zwängen. Daraus entstehen Devisenkurse, die zunächst mal politisch festgenagelt sind. Das gilt für Russland im Zuge der Sanktionen oder für Brasilien mit einer falschen Wirtschaftspolitik oder eben die Ereignisse der Euro-Abwertung, die ja nur dadurch entstand, dass wir mit Griechenland verrückt gespielt haben. Kurzum, politische Ausgangslagen. Daraus ergeben sich Abwertungen, jede für sich gesondert, unter besonderen Umständen. Und anschließend haben wir dann wieder eine Rückkehr der Märkte zu den wahrscheinlichen echten Gleichgewichtspreisen. Das dauert in der Regel länger. Denn dahinter stehen Finanzströme besonderer Art, die sich selbst bilden. Und das ergibt immer über den Daumen gesagt die runde Halbierung, wie ich sie vorhin erklärt habe. Also, das gilt übrigens für den Dollar, habe ich das schon erklärt. Zweitens für den Yuan habe ich ebenfalls erklärt. Für den Russland, für den Rubel wird sich das Gleiche ergeben. Mit der Aufhebung der Sanktionen geht der Rubel wieder auf etwa 55, 53, vielleicht sogar 50 hoch, im Moment wieder bei 72. Die Spitze lag ja, oder das Tief, je nachdem wie Sie rechnen wollen, bei 82. Also, das eine sind politische Ausgangslagen und das andere ist die Wertfindung zwischen Währungen gemessen an den Handelsströmen. Die entscheiden dann, wo der Mittelwert einer Währung sich einpendeln kann. Devisenkurse sind, um es noch einfacher zu sagen, wie ein Pendel. Es schlägt da aus und da aus, bis es zur Ruhe kommt. Das ist der echte Wechselkurs. Aber dass China jetzt die eigene Währung geschwächt hat, zeigt ja, dass ein bisschen Sand in dem Konjunkturgetriebe ist. Für wie groß? Ich habe ja gerade gesagt, die Chinesen können nicht akzeptieren, dass ihre Währung aufwertet im Verhältnis um 23% gegenüber Euro und dann noch mit Deutschland als wichtigsten Lieferanten oder Handelspartner. Das ist zu viel. Also müssen Sie dagegen etwas unternehmen, denn Sie wissen sehr wohl, die Deutschen haben ja nichts getan, die haben ja nicht manipuliert. Sie sind ja im Zuge der Griechenkrise, ist der Euro nun mal abgewertet worden. Deutschland hat seinen Profit davon gehabt oder seinen besonderen Sondergewinn, wenn Sie so wollen. Und der muss nun korrigiert werden. Es wäre leichter, wenn Sie den Yuan sofort für frei konvertibel erklären würden. Das können Sie nicht oder Sie wollen es noch nicht. Deshalb müssen Sie den Weg, der nicht schön ist, das muss man sagen, mit einseitigen Erklärungen wie in den letzten 3 Tagen gehen. Sie versuchen also mit einer Erklärung oder Intervention im Markt zu operieren, wie wir es früher an den Devisenmärkten in Europa auch gehabt haben, als es noch keinen Euro gab. Insbesondere galt das für das Verhältnis D-Mark zum französischen Franc, wo immer mit Interventionen gearbeitet werden musste, um irgendwie zu Vereinbarungen zu kommen. Das heißt, Sie sehen im Grunde genommen in China kein so großes Problem? Überhaupt keins. Ich wüsste gar nicht, wo es liegen sollte. Die chinesische Volkswirtschaft oder China wuchs in den Spitzenzeiten mit rund 9,5-10%. Das war das Wirtschaftswunder, nennen wir es jetzt mal so. Genauso wie das deutsche und das japanische Wirtschaftswunder ähnlich. Nach jedem Wirtschaftswunder reduziert sich das durchschnittliche Wachstum in der Regel so auf die 5-6% annualisiert. Auf diesem Weg befindet sich China nun schon seit 6 Jahren oder ja, etwa 6-7 Jahren und es wird sich irgendwo fangen, eben in der genannten Höhe. Das geht auch gar nicht anders, würde jetzt so weit führen, das Ganze zu erklären,
ist dann zu anspruchsvoll, aber jederzeit nachvollziehbar. Und die Chinesen werden eben dann landen bei Größen, Wachstumsgrößenordnung, wie gesagt, von 5,5-6%. Wenn Sie wollen, können Sie ja mal, um beim Auto zu bleiben, können Sie ja mal die Pkw-Dichte messen lassen. Soll ich sie mal vorlesen, weil ich sie zufällig zur Hand habe? Ja, gerne doch. Die Anzahl der Fahrzeuge je 1000 Autofahrer in der Bevölkerung liegt natürlich in der Spitze bei USA bei 925. Deutschland bei 621, nur zum Vergleich. Und China, dürfen Sie mal raten, bei 100. China braucht mindestens 10, 15 Jahre einen Autozuwachs von 10% annualisiert im Jahr, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, kennen wir alles, wie das geht, um einigermaßen an die anderen Anschluss zu finden. Selbst Italien bringt es noch auf 700. Also, wenn ich über die deutschen Autobauer rede, kann ich nur sagen, natürlich können die mal ein Quartal weniger Autos verkaufen. Das mag sein, weil die Spekulanten da ein bisschen Geld verloren haben und die Privatleute und deshalb vielleicht ihren Wagen zurückgeben oder im Moment verschieben müssen. Aber das Auto, das wollen sie haben. So sicher, wie das seit 1949 in Deutschland genauso gelaufen ist. Bis eben die Dichte inzwischen bei 651 gelandet ist. Das wäre immerhin eine Versechsfachung für die Chinesen. Ich betone, Versechsfachung. Also, das eine sind Ereignisse ärgerlicher Art, Überraschungen, gebe ich zu, ist alles nicht sehr schön, aber das sind die Chancen. Und dann kann ich nur sagen, solche Dinge, wie sie jetzt passieren, das sind die, darauf warte ich sehr gespannt in den nächsten Wochen. Wo liegen die interessantesten neuen Investmentkurse? Denn in jeder Base kauft man die Kurse für die nächste Horse. Nicht die Kurse, sondern die Aktien. Aber wie geht der Anleger denn jetzt mit um? Wo sehen Sie denn die spannenden Stories? Sie haben ja selber immer auch in der Vergangenheit gesagt, natürlich ist jetzt am wichtigsten, wie ist das Unternehmen aufgestellt, wie ist es für die Zukunft gerüstet? Hat sich da jetzt was geändert oder sind da bei Ihnen immer noch die gleichen Favoriten im Köcher? Das wird im Wesentlichen die gleichen Favoriten sein. Daimler bleibt Daimler und BMW bleibt bei BMW und BASF bleibt eben BASF. Ich kriege sie jetzt nur 10 oder 15% billiger. Das ist in jeder solcher Base immer der Fall. Jetzt können wir mal nur 10 Jahre zurückgehen, um es einfacher zu gestalten. In allen diesen Phasen ging es immer darum, ausgelöst durch verschiedene Krisen, müssen wir jetzt nicht alles wiederholen, ob Lehman oder Dotcom oder so. Dann ging es darum, zu überlegen, wo liegen die tiefsten Kurse? Liegen sie jetzt schon? Oder liegen sie doch noch bei 10.000, 10.100 oder vielleicht sogar 9.600? Ich übertreibe jetzt mal. Das wird sich nicht orientieren an den Zahlen, Gewinnzahlen von Bayer oder von Siemens, sondern von den Umständen, die aus der Finanzwirtschaft kommen oder aus den Finanzmärkten. Und ich habe gesagt in der Aktienbörse, wir stehen vor einem schwierigen Herbst. Denn es hat noch nie in der Geschichte den Fall gegeben, dass die größte Notenbank der Welt, hinter dem die größte Nation oder Volkswirtschaft der Welt steht, eine Zinswende einläutet mit dramatischen Folgen für alle anderen. Es ist nicht wichtig, ob die 0,25 oder 0,15, was die Frau Yellen da verkünden könnte, sondern die Tatsache an sich, dass es eine Wende gibt. Und ich habe seit 12 Monaten gesagt, wir befinden uns in einer Entwöhnungskur. Und wenn ein Markt wie der Dow oder S&P 500 mit einer Riesenkapitalisierung von rund 14 Billionen Dollar, S&P 500, seit nunmehr 12 Monaten nicht von der Stelle kommt, auf hohem Niveau, stagniert, dann heißt das, erwartet auf eine Entscheidung. Und dann müssen Sie mir sagen, auf welche. Dass ein Markt aus dieser Situation mit dem Signal einer Zinsverteuerung nach oben ausbricht,
wäre eine historische Anormalität. Dazu sind nötig neue Gelder. Denn Kurse, die steigen, benötigen Kapital. Wer soll investieren? Alle sind investiert. Und es muss ein sensationelles Ergebnis irgendwo herkommen, dass tatsächlich 1,5 Billion neu in den Markt geht. Das Gegenteil ist dann, sie machen Kasse. Und die brauchen kein Geld, sondern die nehmen dann Geld. Das Gegenteil. Und dann geht es ruckzuck. Dann fällt ihnen ein Dow Jones oder S&P um 10-15%, das ist für diese Indizes schon viel. Und wie dann die anderen Börsen aussehen, kennen Sie ja. Darauf muss man vorbereitet sein. Auch so, dass man sagt, wenn es dann eben dazu kommt, muss ich handlungsfähig, als Investor handlungsfähig sein. Deshalb war unsere Empfehlung seit 14 Tagen, Kasse Liquidität halten, am liebsten 50%, 40%, um, ich wiederhole das Wort, handlungsfähig zu sein, wenn es die günstigsten Kurse gibt. Mit Bewertung hat das überhaupt nichts zu tun. Die Bewertung deutscher Firmen, abgesehen von Ausnahmen, die liegt heute immer noch bei 13, 14 im Dow, also jetzt immer im Schnitt gerechnet, gemessen am gewichteten Gewinn von 880 etwa im Moment. So einfach logisch. Im letzten Herbst hatten wir das Gleiche in klein. Da hatten wir Ukraine und Griechenland, dann sind wir abgerutscht auf 8.200. Anschließend, da war der Markt frei und alle Risiken waren eingepreist. Und anschließend ist er um 44% gestiegen. Bis April dieses Jahres knapp 12.400. Das steht dann genauso bevor. Die Frage ist nur, wo liegt der Boden? 500 Punkte niedriger? Ja oder nein? Das weiß ich noch nicht. Aber jeden Tag muss ich darauf schauen. Wie kann der Anleger das denn dann greifen, wenn der Tag gekommen ist? Außer, dass Sie uns es natürlich sagen. Indem er jeden Tag, tut mir leid, jetzt mache ich Reklame, indem er jeden Tag unsere täglichen Informationen in Anspruch nimmt. Näher kann er nicht sein. Abedeli ist dafür, ist eine Pflichtlektüre, anders kann ich das nicht sagen. Am liebsten würde ich sie zweimal dann sogar schreiben. Könnte sein. Wir können nicht anders als schauen. Wir müssen reagieren. Wir können jetzt nicht agieren. Wir müssen reagieren, klug reagieren, wenn eben diese Dinge eintreten. Und ich bleibe dabei, die Gefahr liegt, dass irgendeiner umfällt. Irgendwo ein Hedgefonds oder wer auch immer das dann sein mag. Ich will ja keinen Namen nennen. Aber das Volumen solcher spekulativer Positionen ist so gewaltig. Unter dem Sammelbegriff Schattenbanken. Als Sammelbegriff ausdrücklich so formuliert, dass wir nicht wissen, wer morgen umfällt. Der heißt nicht, sicherlich nicht Lehman. Da heißen sie eben anders. Es wird keine Bank sein, aber irgendein Produkt. Und sie wissen, wie das dann auslöst. Einer löst den anderen aus, dann entsteht eben der Dominoeffekt und dann geht das ruckzuck. Das sind dann 4 Tage, dann ist passiert. Im August 2011, da hatten wir 20% in 3 Wochen. Vielleicht erinnern Sie sich noch, das war nichts anderes als Griechenangst plus Schuldenpakt der Amerikaner zufällig am gleichen Tag. Und anschließend rutschte das völlig ab. Einer stieß den anderen an. So geht das dann. Und für diese Situation muss ich immer vorbereitet sein mit meinen Lesern, um zu sagen, Junge, jetzt kommen wir rein. Meine bisherigen Kurse haben alle gehalten. Die Limitkurse bis auf die 3 Autowerte, okay, die sind aus den genannten Gründen durchgerutscht. Sind jetzt schon sehr, sehr interessant. Muss ich vielleicht noch nicht zwangsweise machen, werde ich mir noch überlegen. Das heißt also trotzdem. Ist doch eine ideale Konstellation. Was Besseres kann uns doch nicht passieren. Am Ende einer mühsamen Konsolidierung mit und ohne Griechenland und jetzt meinetwegen mit China, mag sein, rutschen die Kurse genau in die Höhe, die wieder Kaufkurse sind. Und als Börsianer, als Investor gibt es nichts Schöneres, als auf diese Kurse zu warten. Oder sich darauf einzustellen und dann das ganze Zeug einzusammeln.
Kann ich dann im DAX einfach zugreifen oder muss ich dort auch noch selektieren? Kann man auch machen. Man kann auch anders. Man kann A mit Limits arbeiten. Das ist die eine Möglichkeit. Die haben wir für den DAX dargestellt und auch für den MDAX. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, ich orientiere mich nur am DAX. Mit der Überlegung, dass ich sage, der DAX ist ja, wird ja von den großen Investoren als Sammelbegriff gewertet. Dann muss ich sagen, bekomme ich sehr wahrscheinlich ein technisches Bild oder ein technisches Signal aus den verschiedenen Indikatoren, die sich zum Teil oder vielfach an den Computerprogrammen orientieren. Wenn man weiß, wie diese Trendfolgesysteme aufgebaut sind und wie sie programmiert sind, dann kann man das ungefähr abmessen. Wie Sie ja vielleicht schon beobachtet haben, gehen die ja in Stufenweisen vor. Das heißt, häufig haben Sie ja, wenn ein Kurs durchrutscht, rutscht er gleich um 100 Punkte ab oder steigt. Haben Sie heute auch gemerkt, ne? Ja. Gestern. Also das sind die Belege dafür, dass die Programme, die Computer diese Signale geben. Kurzum, aus dieser Kombination heraus werde ich vermutlich frühzeitig sehen können, wo der Endpunkt der Gesamtkorrektur läuft. Das werden wir täglich überprüfen. Ich überprüfe das ja sogar stündlich. Mehr kann man im Moment nicht sagen. Aber ich sag nochmal, es ist durchaus möglich, dass wir für eine Stunde, vielleicht nur für eine halbe Stunde, einen Durchrutscher bekommen und dann sind wir halt bei 10.200 oder 10.000. Das wäre übrigens die Ausbruchlinie. Warum? Weil die Computer diese 10.000 als Ausbruchlinie, Sie wissen, was ich meine, mit Sicherheit noch programmiert haben. Und spätestens dann gehen die long als Pullback. So kompliziert ist das leider heute geworden. Oder wenn Sie so wollen, auch einfach. Aber daran können Sie sehen, wie man heute Börse etwas anders sehen muss, als vielleicht an Kalkulationen, ob der Gewinn pro Aktie im Quartal um 3 oder 4% steigt oder weniger steigt oder zulegt. Das sind Begleiterscheinungen, das ist eine Sache für Analysten, die machen das gut. Es soll ja auch gut sein. Ich habe nichts dagegen. Nur, wenn ich investieren will, muss ich mich heute ganz anders aufstellen. Gut, dann lesen wir jetzt fleißig die Aktienbörse und die AB Daily und gucken, wann Sie wieder zum Einstieg blasen, Herr Bernecker. Dankeschön. Bitteschön, sehr gern. Danke. Das war unsere Sondersendung zum Thema China und die Auswirkungen, meine Damen und Herren. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen natürlich erfolgreiche Geschäfte an der Börse. Und wie gesagt, bauen Sie Liquidität auf, damit Sie zum richtigen Zeitpunkt handlungsfähig sind. Das ist unser Tipp also für heute.